So, meine Lieben, da sind wir mal wieder beim Gas Station Simulator. Und wir müssen mal den Anruf entgegennehmen. Ich glaube, der Onkel wird langsam ungeduldig. Ja, ich komme ja schon. I must admit, the progress you are making is something to admire. There's no shame in calling you more than family, a business partner. But still, you owe me some cash, don't you? Relax. Once you have the money, just call me. No rush this time. Ich schulde den Onkel 5000. Wofür? Okay. Wenn du das nötige Geld zusammen hast, melde dich bei deinem Onkel. Ja, hier Hinweis. Und ich darf auch meinen Onkel um Darlehen bitten. Ja, dann wird es ja noch teurer. Was ist das für eine Logik jetzt? Ich hole mir ein Darlehen jetzt von meinem Onkel, nur damit ich die Schulden an meinen Onkel zurückzahlen kann. Komisch. Ja, egal. Ich habe eine neue E-Mail bekommen. Okay, gucken wir auch mal rein. Neue E-Mail. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Neffe. Mit dieser Überweisung sind die Schulden getilgt. Was für eine. Hä? Was für eine Überweisung? Wir sind quitt und wie ich sehe, hat sich deine Tankstelle in der Zeit, in der du die Schulden abbezahlt hast, zu einem kleinen Juwel in der Wüste entwickelt. Ich bin stolz auf dich, Neffe, aber glaub nicht, dass du hier fertig bist. Du bist jetzt der Chef deines eigenen Unternehmens, okay? Also in der Wüste gibt es immer noch so. Ich habe gehört, dass sich einige Leute für die Region vielleicht. Hier erstmal Discord, Twitter, ja, ist alles gut. Ja, viel Glück. Ja, viel Glück. Also, wir müssen immer noch 5000 Dollar zusammenkriegen. Wie viel habe ich eigentlich noch im Tank? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Wie viel habe ich denn jetzt noch? Gucken wir mal unter Lieferung, Kraftstoffvorrat. Ja, gut, von 1250 Liter 708 Liter. Ja, das wird noch ein bisschen reichen. So, ich sollte mal die Tankstelle ausmachen. Hä? Was meint er? Ja, ich glaube, ich mache mal auf. Nee, nein, ich will nicht alles löschen hier. So. Jetzt mal schnell zu meinen Mitarbeitern. Mann, ey, warum kriege ich jemanden bloß immer als neuerdings, ey? So. Der ist immer der Beste bei mir hier für die Kasse. Geh einmal zu der Kasse. Du. Ja, komm, dich schicke ich zum Tanken. Dich auch. Du machst bitte sauber. Und dich schicke ich zu. Ah, ich kann immer noch keine Eiscreme selber produzieren. Okay, Auto. Ja, reparier du mal Autos. Hey, ich habe im Moment halt die zweite Werkstatt zu. Weil ich das gelaufere. Ich höre irgendwo eine Klapperschlange. Boah, ist das ein Sandhaufen. Die muss ich nachher mal wegmachen. Ja, Entschuldigung. Habe ich eigentlich noch Dietriche? Jo. Gleich abgebrochen. Wie viel habe ich jetzt gerade einkassiert? Der wird bestimmt nicht viel haben, oder? Nee, da komme ich gar nicht rein. Ja, stellen Sie mal Ihr Auto ab. Ich guck mal in Ihr Auto rein. Nee, ganz in Ruhe.
$7.13 im Kofferraum gehabt. Ja, ist ja gut. Oh, Kunde ist an der Waschanlage. Ja, da muss ich aber mal zur Waschanlage. Ich weiß leider nicht, wie ich diese Weihnachtshüte wieder wegkriege. Wenn niemand das weiß, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich die wegkriege wieder. So, kann man hier sauber machen. Oh. Stellen. Den Restdreck hier. Ja, danke. Wieso? Was ist Kunan Werkstatt? Wieso? Da ist doch einer drinne. Na, guten Tag. Ich hoffe, mein Mitarbeiter macht das ordentlich. Silvia, du musst mal zu den Kunden lächeln. Also so geht das nicht, weißt du? Nee, also musst freundlich lächeln. Dann kommt der Kunde auch wieder. Er hupt nie wieder. Ja? So. Wieso ist denn hier jetzt keiner? Oh, gerade durch einen Mitarbeiter besetzt. Ja, genau, mach du mal sauber, ja. Hier habe ich wieder nicht viel. Dann komm hier. Mach ein bisschen wieder nachfüllen hier. Noch ist das Lager voll. Zwar nicht mehr so viel, aber... So, Eiscreme. Ja. Das ist voll. Was? So, hier läuft's anscheinend. Kann ich mal wieder den Dietrich nehmen. Noch. Oh, $17. So. Ich muss irgendwie ja das Geld für den Onkel zusammenkriegen, ey. Oh, einmal zur Waschanlage wieder. Na, wir haben ja Cabrio aber das dreckig gemacht. Mann, nur mehr. Nee, ey. Hast du durch jedes Wüstenloch gefahren oder was hier? Ich muss einmal kurz auf ihr Auto, okay? Dann kriege ich das viel besser sauber. Ich habe auch meine Schuhe extra ausgezogen. So, hier mal ein bisschen hier. Dann sehen sie. So, ich muss einmal kurz gucken nach dem Kraftstoff. Wie viel haben wir denn noch? Na, komm. Bestell mal 200. Tabak, Tabak. Jo, kommt hier. Tabak. Donuts, Donuts, oder? Ja.
Zwar schon 20 Jahre alt, die Donuts, aber egal, ne? Zeitung, na. Geht mehr, geht nicht, okay. Keine Brillen mehr? Oh, das darf doch nicht wahr sein hier. Hüte nehmen sie mir irgendwie nicht ab. Irgendwie mögen die meine Hüte nicht. Ja, fahren Sie, ja, genau, fahren Sie mal. Ich mach nichts, alles gut. Eieieiei. $8 und 7 Cent, na toll. Das ist aber nicht viel. Hier mit euren Weihnachtsmützen hier. Mann, Mann, Mann. Ja, die sind gleich durch. Na, immerhin, du lächelst ein bisschen. Oh, Kraftstofflieferung. Okay. Meine Güte, jetzt zieht sich jemand ein Hemd an. Mein Gott. Jupp, ich bin ja da. Ich bin da. Ich bin da. Ja, mal den kleinen Flitzer hier. Müsste eigentlich ganz schnell gehen. Wie geschafft, aber ich, wenn ich die 5000 habe für einen Onkel, ja, muss ich trotzdem weiterhin noch ein bisschen verdienen, weil sonst habe ich ja gar nichts mehr auf der hohen Kante. Leute, Weihnachten ist vorbei, mein Gott. Ja, bald kann ich wieder Lager füllen. Maschinenhead? Oh nein, der Partybus ist da. Ich höre ihn. Oh nein, der Partybus ist da. Oh. Komm. Das ist schon mal eine Prämie. Weil ich befürchte, wir müssen gleich Überstunden machen hier. Weil die verrückten Aliens sind da. Ich finde die so geil. Hä? Was trägt der denn auf dem Kopf? Sind das Einhörner? Oh Gott. Oder Echsen? Sind doch Echsen? Aber wie sieht meine Toilette aus? Ja, könnte auch mal wieder gestrichen werden. Könnte ich auch mal wieder. Oh ja, ich komme ja schon. Uah, nicht ins Klo fallen. Oder so jetzt. Ah, ich glaube. Wir müssen erstmal die Partyjungs abarbeiten und dann denke ich mal, können wir die Tanke auch zumachen. Gehen wir mal auf den Weg. Ich mache ihr Auto sauber, ey.
denn da noch Drecker da? Wir müssen hier rumstehen. Solche Autos sauber machen, wenn sie rumstehen hier. So. So. Die machen wir jetzt aber erstmal zu, die Tankstelle, ey. Ja, ich muss Prämien den zahlen. Sonst sind sie rucki zucki schlecht gelaunt. So. So, die arbeiten jetzt noch ein bisschen weiter. Ach, ja, du kannst auch nicht mehr kommen hier. Damit du noch ein bisschen sauber machst. Madame reparieren. Na, die braucht auch eine Prämie. Anders geht's nicht. Ich mag zwar nicht, aber. Dadurch arbeiten es im Moment länger. Nicht nach Hause gehen, sauber machen, ne? Was sollen Einhörner mit Echsenkopf sein? Das sind doch keine Pferdeköpfe. Das ist eine Echse. Mit irgendwie eine komische Stange oben auf dem Kopf. Ja. Wir reden nicht weiter drüber. So. Ah, sie haben hier aber eine komische Crew mitgebracht, Mia, ne? Der Busfahrer, aber naja. Egal. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Fahrt mit dem Partybus und bis zum nächsten Mal. Okay, Mitarbeiter. Hier, noch keiner. So. Trinkgeld habe ich erhalten, okay. So. Ach, Elvis. Ja, Elvis. So. Das müsste jetzt eigentlich der letzte sein vom Partybus. Und ich denke, dann schließen wir auch jetzt mal die Tankstelle. Genau. Partybus, genau. Geiles Ding. So, jetzt machen wir aber die Tankstelle dichter hier. Oh. So, für heute ist Feierabend bei mir. Denn aus hier? Oh, haben wir gut abgegrast hier alles. Spielzeug wollen sie natürlich immer nicht bei mir haben, ey, Gemeinheit. Jo, 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 jo. Ciao, ciao, ciao. Ja, ich laufe ja schon weg hier. So, fürs nächste Mal. Okay, ich mache jetzt mit Elvis eine kleine Party und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei mir auf der Tankstelle.